Barack Obama ist dieser Tage in aller Munde, auch bei den Berlinern. Sein Zweikampf mit John McCain um das Weiße Haus interessiert die Menschen in der Hauptstadt. Doch welchem Kandidaten trauen sie mehr zu? Das sagen die Berliner. Amerika hat sich einfach viele Feinde gemacht durch die einseitige Politik. Und ich glaube, dass der Obama der Richtige ist, der auch die Kulturen wieder zusammenbringt. Das ist für die Welt auch sehr wichtig. Also ich denke, dass Barack Obama gewinnt aufgrund seiner Hautfarbe. Ja, wäre es ganz einfach besser. Also ich kann die Bilder nicht einschätzen. Ich kann auch nicht mal einen Unterschied feststellen, denn was sie jetzt da erzählen, das ist ja nur Wahlpropaganda. Es wird keiner total neu beginnen können. Er hat die Vorgaben, es ist der Afghanistan-Krieg, es ist der Irak-Krieg, es ist die Finanzkrise, das findet jeder vor. Amerika steckt ja in einer ganz, ganz schwierigen Situation sowieso. Ich finde es für jeden der beiden Präsidentschaftskandidaten ganz schwer. Es wird ein ganz schwieriges Amt werden, aber ich würde mal vermuten, dass Barack Obama die besseren Voraussetzungen hat, die Probleme zu lösen. Die USA wählt erst in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Für die Berliner steht der Sieger aber jetzt schon fest. Barack Obama.